Die Varex hat eine recht sonderbare Einstellung bei den Zeiten. Damit man sieht, wie kompliziert es damals war, da die Belichtungszeit einzustellen, machen wir es mal der Reihe nach durch. Also, der Knopf ist gedacht für die Zeiten, die ich aus der Hand aufnehmen kann. Also, wenn ich es in der Hand halte, die Kamera, ohne ein Stativ. Ja, und dann nehme ich halt das Ding hoch und fange von mir aus an, da bei dem kleinsten. Da haben wir da eine 30. Sekunde. Man sieht schon, man zieht das hoch, dreht es dann in der Pfeilrichtung und lässt es gegenüber von dem schwarzen Punkt da wieder einrasten. Dann zieht man es auf, lustigerweise links. Und dann braucht man nur mehr abdrücken. Und das ist da vorne. Das hängt am Objektiv dran. Tack, das war eine 30. Sekunde. Ja, und wenn ich was anderes nehmen will, dann habe ich halt da die Wahl zwischen einem 125, 250, 500, 1000. So, dann haben wir da noch die Einstellungen T und B. T heißt, ich drücke drauf, jetzt ist der Verschluss offen, ich drücke nochmal drauf, jetzt ist er wieder zu. Und bei der Einstellung B drücke ich drauf, er ist offen. Und wenn ich loslasse, geht er wieder zu. Das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen unsichtbar abgelaufen. Naja, dann probieren wir es einmal. Wenn ich die Kamera aufmache, nehme ich den Knopf da, ziehe ihn raus, drehen und dann kann ich da den Deckel aufmachen. Kann ich. So. Und dann sehen wir da jetzt aus Stoff die Verschlussvorhänge. Und wenn ich da aufziehe, dann sieht man, wie die gespannt werden. Wenn ich mir jetzt da eine kurze Zeit einstelle, einmal fürs Erste, dass wir es nicht so gleich sehen, ein 30. Dann schaut das ungefähr so aus. So, jetzt ziehe ich das auf und führe das andere vor. T. Also ich drücke drauf. Jetzt ist sie offen und wenn ich nochmal drauf drücke, geht er wieder zu. Dann nehme ich B. Jetzt drücke ich drauf, geht auf, lasse ich los, geht wieder zu. So, damit hätte man den linken Knopf erklärt. Da gibt es ja dann doch Gelegenheiten, wo man längere Zeiten haben will und dann muss ich mir dieses Radl da zu Gemüte führen. Da habe ich also einen kleinen 8er, einen kleinen 4er, einen kleinen 2er und dann einen großen 1er. Das steht also für ein 8, ein Viertel, ein halbes. Und die großen Zahlen sind jetzt ganze Sekunden. 2, 4, 8, 10, 12 Sekunden. Das heißt, man zieht das auf, das war das Erste. Wenn man den Knopf bedienen will, dann ziehe ich dieses mechanische Werk auf. Und dann habe ich, wo ist es jetzt da? Da diesen kleinen Strich. Und jetzt sage ich zum Beispiel, den nehme ich jetzt einmal auf einer ganzen Sekunde. Wenn ich das jetzt abdrücke, dann bleibt es gerade eine Sekunde lang offen. So. Da kann ich nicht. Deswegen muss ich zuerst aufziehen. Dann da. Spannen. Dann nehmen wir da von mir aus einmal 4 Sekunden. Ob das noch genau stimmt, wage ich jetzt zu bezweifeln. Probieren wir es gleich nochmal. 4 Sekunden. 1, 2, 3, 4. Naja, es könnte schon hinkommen. Also, aufziehen, aufziehen oder spannen. Und wenn ich jetzt da sage, ich möchte jetzt eine halbe Sekunde, klingt gut. Aufziehen, spannen, eine Achtelsekunde,
kommt hin. Ja, das ist aber noch nicht alles. So, ich habe dann da noch diesen, auf diesem Ring habe ich noch die roten Zahlen. Die heißen ein Viertel, eine halbe, eine Sekunde, zwei, drei, vier, sechs Sekunden. Die sind aber immer verbunden mit einem Selbstauslöser. Also, aufziehen, war schon aufgezogen, spannen. Dann stelle ich jetzt da die rote Markierung mal auf eine Sekunde. Dann dauert es nicht so lang. Dann auslösen. Ja, so läuft das mit den roten Zeiten. Und dann habe ich aber noch die Möglichkeit, einfach den Selbstauslöser an sich zu nutzen. Ich ziehe das auf. Stelle jetzt die Zeit, die ich gerne haben möchte, was ist hier, 60. Sekunde zum Beispiel. Nehmen wir 3/60, die gefällt mir so nicht. Dann ziehe ich da rechts auf und nehme einfach irgendeine von diesen roten Zahlen. Ich nehme da meistens das letzte. So. Weil dann kann ich sagen, jetzt löse ich aus, dann läuft der Selbstauslöser. Und verwendet dann genau die Zeit, die ich da herüber eingestellt habe. Tja, das glaube ich muss man ein paar Mal üben, bis man weiß, wo man da was einstellt. Und wenn wir sie schon offen haben, dann kann ich da auch noch die Besonderheiten erzählen. Fangen wir mal da links bei der Filmaufspuleinrichtung an. Wenn ich mir so die Filme anschaue, dann haben die standardmäßig da vorne so einen Anschnitt. Den kann man nachher da unten reinstopfen. Da wird niedergeklemmt. Und der Vorteil bei der Konstruktion ist halt, der Anschnitt muss nicht auf der rechten Seite sein. Das könnte genauso gut auf der unteren Seite sein oder auch gar nicht. Das trifft dann zu, wenn man sich diese Filme selber auf eine bestimmte Länge schneidet. Machen wahrscheinlich heute ganz wenig Leute. Wenn überhaupt nur wer. Das war aber nicht ungewöhnlich, sich diese Filme in größeren Mengen zu kaufen. 15, 20, 25 Meter. Und dann selber zurechtzuspulen, wie viele Bilder man halt gerade braucht. Und in dem Fall, der hat dann noch ein lustiges Ding, nämlich dieses da. Das kann man da aufschreiben. Wenn man es ganz aufgeschraubt hat, dann kann man das da runterziehen. Und schneidet damit da den Film ab. Das heißt, ich kann also, sieht man das da? Ich kann also einen Film drinnen haben mit von mir aus 36 Bilder und wenn ich noch 10 Bilder einfach den ersten Teil schon mal entwickeln will, kann ich ihn da abschneiden. Wer kommt denn da solche Ideen, gell? Ja, das war das Innenleben. Und das ist für heutige Verhältnisse auch eher ungewohnt, der Sucher da, gell? Das schaut jetzt eher aus wie bei einer Digitalkamera, nur fällt der Bildschirm, da ist nichts. Man kann dann irgendwo durchschauen, aber das ist da ein Knopf da hinten. Dann geht da dieser Lichtschacht auf. Da sieht man die Lupe. Sieht man, dass das eine Lupe ist. Und wenn ich damit ganz ans Auge gehe, dann kann ich da das Bild scharf stellen, ich kann sie aber auch wegtun. Und dann sehe ich da drinnen, im Moment nichts, weil es nicht aufgezogen ist. Da hat man diesen Schnittbildindikator, mit dem kann man da in der Mitte der Punkt, das zeige ich Ihnen anders mal her, das sieht man jetzt gerade so ein bisschen blöd. Damit kann man scharf stellen. Man kann da drinnen das Bild komponieren, ist aber sehr schwierig, weil da sieht man es jetzt gerade deutlich, rauf und runter geht, aber links und rechts ist irgendwie vertauscht und da das Kippen da. Macht die ganze Sache nicht einfacher.
Ja, so tut man halt mit dem Lichtschacht komponieren. Na, legen wir den ersten Film ein. Schauen wir mal, wie das geht. Da kriege ich die Rückwand auf. So bleibt er in der Stellung. Zack. Nummer 1. Das ist die Rolle, wo ich den Film dann aufspule. Und das ist der Spulknopf. Den muss man mit einem kräftigen Ruck rausziehen. Da ist die Kurbel. Dann haben wir da einen Film. Viele werden wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, wofür diese Dose denn da gedacht waren. So. So war der drin. Dann schiebe ich das jetzt da einfach unter diese Klemmfeder. Da kommt man auf der anderen Seite schon raus. Schritt 1 ist erledigt. Jetzt die Rolle. Dann schiebe ich das wieder rein. Passt. Und mit dem ziehe ich das da raus. Jetzt laufen da die Löcher über die Zahnradeln. Der ist fest. Spulen wir einmal komplett. Spannen wir. Jetzt ist es zu. Und jetzt kann man sich da diese Merkscheibe verstellen. Da kann man so entweder gegenüber von diesem Dreieck die Filmempfindlichkeit einstellen. In meinem Fall waren das dann die 200 ASA, ISO. ISO. Oder ich merke mir, ich habe einen Tageslichtfarbfilm. Das war dann irgendwie NC in Schwarz. So, aber noch sind wir nicht fertig. Wir müssen also jetzt einmal. Okay. Da sehe ich es nämlich. Einmal auslösen. Erste Blindaufnahme. Zweite Blindaufnahme. Ja, und dann müssen wir da noch das Zählwerk, sieht man das? Auf Null stellen. Passt. Fertig. Aufnahme bereit. Die erste Aufnahme könnte jetzt passieren.